sie nicht mal mehr brauchen. Warten Sie bitte kurz, wir haben gerade elektrische Probleme. Warte, ihr dürft. Wo kommen diese Stimmen her? Ist, wenn sie uns der anderen Seite rauslassen, denn hier war es ja nicht so sicher. Eine gute Idee, mein Schüler. Okay. So, jetzt sollte es wieder gehen. Irgendwie. Weiß ich wenigstens, wo das Geräusch immer herkommt. Wissen Sie, wo dieser Schuss herkam? Was haben Sie gesagt? Wussten Sie, wo der Schuss herkam? Wir wurden beschossen. Ein Schuss? Hier. So, bitte gehen Sie mal kurz an. Ich habe bitte gehen Sie kurz an die Fahrerkammer und testen Sie, ob die Elektronik ganz funktioniert. Kann ich leider nicht weiterhelfen. Das sollten Sie über die Flügel hochklettern. Halten Sie die Augen auf. Jawohl. Ja, genau so. Wie starte ich? Sie müssen den Lenkhebel auf der großen unteren Taste, soweit ich weiß, benutzen, um abzuheben. Alles weitere sollte die Automatik erledigen. Wie lande ich? Auch wieder auf dieselbe Art. Sozusagen, das ist eine andere Art. Ja, T-Fighter in Ark. Die Geräusche, ihr Leute, die Geräusche. Muss ich kurz warten, bis das Luftschiff wieder geladen ist? Stormtrooper, geht es Ihnen gut? Glaub, einmal. Ja, muss nur kurz zur Bar unten und kurz aufgetankt werden. Alles klar. Und Flugeigenschaft, alles okay? Funktioniert jo. Alles, Elektronik und so? Munition, alles Bombe. Mehrere von diesen Teilen werden halt exquisit. Ja, also leider ist dies erstmal nicht möglich, weil wir haben das auch nur geborgen und ja, hoffen natürlich, dass wir weitere Sachen finden, die wir ihnen dann anbieten können. Aber ich glaube, sie sollten sich mal um ihren Schützling hier kümmern. Der sieht nicht gesund aus. Gehört der da oben auch zu ihnen? Ich glaube, er hat sich nicht vom Boxkampf erholt. Er hat ein Fluggerät, um vom Schiff zu kommen. Der braucht mich nicht. Außerdem bin ich sowieso von ihm enttäuscht, dass er verloren hat. Ja, das höre ich auch. Aber nicht nur meine Einheiten machen einen Niggerschlaf. Ja, ich habe das gerade gemerkt. Irgendwas stimmt hier mit den Jungen. Ist hier irgendein Giftgas ausgesprüht oder was? Wahrscheinlich waren sie genau hinterm T-Fighter, als ich gestartet habe. Ja, wahrscheinlich war der Rückstoß so heftig für sie, wenn sie das nicht gewohnt sind. Dann Sturm haben alle überstanden. Ich hoffe natürlich, dass die Leute ein bisschen mehr trainieren gehen, damit sowas nicht mehr passiert. Gut, wir würden dann das Luftschiff verlassen, sobald meine Einheiten wieder auf den Füßen sind. Jawohl.
Wo ist Ihr Ballonfahrer? Anscheinend haben sie ihn fortgeschoben. Oder anscheinend hat er natürlich den Startvorgang zur Seite oder weggeflogen anscheinend. Nicht, dass er mit dem Ballon weggeflogen ist bei dem Start. Ich habe den Ballon in die Richtung gesehen. Vielleicht können Sie mit Ihrer Flugmaschine. Wir haben doch auf dem Rücken. Fliegen Sie zum Ballon. Jetzt? Ja, natürlich. Meine Einheiten müssen über den Ballon runter. Ich werde. Ja, suchen Sie bitte kurz danach. Länger als die alle. Er sollte es schnellstmöglich finden. Das ist einer meiner besten Einheiten. Ihre Stimmen, kommen die von Ihnen? Ja, das ist noch mein, ich habe noch mein Kommunikationsgerät nicht ausgeschaltet. Das passiert mir öfters. Das wollen immer viele Mechaniker, sehr viele Sachen von mir gleichzeitig. Das ist anstrengend manchmal. Ich denke, das kennen Sie ja auch. Wenn ich den T-Fighter in meine Basis bringe, wie komme ich wieder hier hoch? Normalerweise mit dem Luftweg auch. Über Ihren Ballon, oder nicht? Sie haben doch einen gekauft. Stimmt. Gehabt. Dann bis gleich. Ich würde so... Oh, alles klar. Wir haben endlich T-Fighter, T-Fighter, T-Fighter. Gott, ist das Teil so geil. Ja, und gucke, wo ich das Ding lande, du. Wir haben nämlich noch keine Landestation gebaut. Geht das doch gut? Nein, eigentlich nicht. Lass mal nicht durchstehen. Da. Gute Ballon. Letzte Level kann nicht verkehrt sein. Kurz. Wenn wir nämlich so viel Stuff haben. Ja, ich weiß ja auch nicht, ne? Also sie wissen ja, dass ich bin. Ich kann nicht landen. Ja, ich bin da drunter. Sie stehen auf mir mit ihrem Ballon. Sie müssen mich dann mit einer Flugmaschine hochholen. Mit einem eigenen Ballon habe ich keine Landeerlaubnis. Ich rutsche einfach auf dem Luftschiff weg, das funktioniert nicht. Da tut sogar das Breitmaul hin und dran lachen. Oh, da kommt jemand. Fischchen! Ah, das seht ihr. Ja, ich bestell gerade mal ein Taxi. 2 Sekunden. Warum haben Sie neue Rüstung an, Captain? Ich habe einen Ballonfahrer
angerufen. Der wird runterkommen und uns abholen. Ganz alleine, ohne ihre Wachen zu mir gekommen. Die haben ganz schön viel Vertrauen zu mir. Ja, sie sind ein guter Kunde, ein freundlicher Mann und ich wüsste nicht, warum sie jetzt mit einer Waffe auf mich zeigen würden. Das ist keine Waffe. Ich könnte jetzt betäuben. Ich denke nicht, dass sie irgendwas Blödes machen. Betäube, gefangen nehme. Was kennt man noch so alles mit dem Arsch? Das ist der Captain dieses Luftschiffs. Und er ist ohne seine Wachen hier. Chat, was könnte man doch machen? Hat natürlich auch alles Konsequenzen im Roleplay, ne? Wie lange denken Sie, braucht dieses Taxi? Normalerweise dauert das maximal 2 Minuten, aber anscheinend haben die gerade Probleme. Ja. Habt ihr gesehen, dass der Luftballon, der Airballon, ah, da kommt er schon. Als ich gestartet bin, war Ihr Luftballon nicht da. Ja, der ist ja fortbetrieben, wo Sie mit dem TIE Fighter losgestartet sind. Wenn Sie hier unten sind. Und ihr Luftschiff da oben? Ja. Wer steuert es? Es hat eine Automatik sozusagen drin, wo es an Ort und Stelle hält. Wow. Ihr Pilot ist Ballon sehr bitte schlecht. Weiter runter. Wir wollen noch ansteigen. Entschuldigen? Haben Sie einen jungen Piloten? Ich glaube, er ist noch nicht so ganz zu erfahren. Nein, ich bin's. Ach. Ah, ich verstehe. Da ich fremd zum Warten. Ballon bin. LOL! Captain, mit so kleinen Flugmaschinen sind Sie auch nicht fit, hm? Nee, ich bin nur mal so nur Größeres gewöhnt. Also besser fliegen können Sie nicht als ich. Geben Sie mir kurz 1 Minute, ich muss kurz die Landemechaniken des Fluggeräts wieder üben. Autsch. Können ja noch nicht mal über den Lenker schauen. Ach, kann ja da durchschauen. Sind aber auch nur sehr kleine Löcher. Naja, er macht ja Kratzer in seinem Luftschiff, nicht ich. Wenn es dann noch überhaupt steht. Wir wissen ja nicht, wo er reinfliegt. Ja, das sehen wir jetzt. Captain Phasma, wieder auf den Beinen. Jawohl, mein Lord. Packen Sie alles vom Schüler ein. Was macht der Luftballon? Warum treibt er weg? Er hat ja seinen Fluganzug. Er wird also alleine hier runterkommen. Die Basis müsste in Fluglinie liegen. Wir müssen nach Hause in den Gryo-Schlaf. Ja, Mann, du. Ich und Captain Phasma würden gerne den Ballonweg nutzen. Mein Schüler springt ja, einfach über Bord. Der Captain muss noch kurz mit Ihnen reden, dann geht es sofort soweit. Tut mir leid, das ist leider so. Ich muss was töten. Drehen Sie sich um 180 Grad. Hab was gefunden zum Töten. Ist der schnell weggehumst?
Ebenfalls mal, gehen Sie mal auf die Seite. Ah, haben Sie von vom Blasterhändler auch Raketenmunition bekommen? Nein, mein Lord. Gehen Sie mal weg, ich öffne diese Tür. Pass mal, haben Sie den Code geknackt? Jawohl, mein Lord. Willkommen zurück. Was wollen Sie von mir? Ich möchte das Schiff verlassen. Das Schiff wollen Sie verlassen? Sind Sie noch nicht fertig mit Einkaufen? Wir sind fertig. Alles klar, ich gebe den Wirt Bescheid vorne. Warten Sie noch kurz. Huch, mehr soll sich nicht auf die Fackel setzen. Ja, das ist, Feuer ist warm. Warten Sie noch kurz, Sie kriegen gerade von mir noch die 200 Goldtaler. 400, sagten Sie. Ah, würden Sie die 50 bitte nochmal zurücklegen? Ich habe Ihnen zu viel überwiesen. Da war nichts. Da waren nur 400. Das waren 450. Ich war nicht schnell genug. Ich dachte, es wäre ein Abschiedsgeschenk. Sie hat ja schon den TIE Fighter gekriegt mit genügend Munition. Das war ja erkämpft. Aber Sie haben mich beeindruckt. Mein Schüler hat gegen Sie verloren. Das Schiff explodiert gleich. Was? Wie, das Schiff explodiert. Panik! Kommen Sie mit, wir müssen runter. Rettet dich, wer kann. Wieso geht die dir nicht auf? Was ist los? Evakuieren! Evakuieren! Sie haben doch die Bombe geworfen! Alle von Bord! Wie dann? Wo ist der Ballon? Wo ist der Ballon? Captain Phasma! Alle von Bord, sofort! Die komplette Elektronik ist aus dem Fall. Ja, wie dann? Fallschirme! Geben Sie mir jetzt Werk, dann können Sie versuchen, ich kriege jetzt immer welche auf Lager. Also, einfach springen! Ja, wenn die Fallschirme... Haben Sie einen Fallschirm? Hier ist noch jemand, hier ist noch ein Fallschirm. Nehmen Sie den! Ich bin auf der Verkehrszeit runtergesprungen. Juhu, supergeil! Ich bin nicht der Einzige. Was ist geschehen? Wir wissen es noch nicht. Irgendwas stimmt nicht. Die komplette Elektronik ist ausgefallen. Das Schiff stürzt gleich ab. Das sieht mir schwer nach Sabotage aus. Wir wissen noch nicht von wem. Verdammte Scheiße hier nochmal! Boah. Was ja! LOL. Boah, es hat mich runtergedrückt. Wow. Das ganze Luftschiff ist runtergeknallt. Man hat das gesehen?
Hammer. Ich habe keine Flareguns dabei, ich kann nicht auf mich aufmerksam machen hier ohne. Wie sollen die mich. Ah, da. Wie sollen die mich finden? Wow. Wow, wie alles auseinandergeflogen ist. Ja, das wird der Sturmtruppler sein und ich hänge hier unten. Was ist Captain Fassmajor auf die Seite gesprungen, wo unser Ballon ist? Ich hoffe, unser Ballon hat vom Abstürzen vom Schiff nichts abgerät. Ich finde die mich. Hoffentlich sieht sie mal Lichtschwert. Sehr gut, wir haben ein Lichtschwert gesehen. Jawohl, mein Lord, das Lichtschwert war nicht zu übersehen. Besser wie so ein Leuchtsignal? Unverkennbar, mein Lord. Aus wie viel in der Entfernung? Ich war noch an dem Wasserfall. Wir müssen zu unseren Tieren. Hoffentlich haben die den Absturz des Schiffs überlebt. Nehmen Sie mich mit. Ja, den Tieren ist nichts passiert, mein Lord. Ich habe meinen Schüler gehört. Drehen Sie nochmal um. Da, ein Leuchtsignal. Mann, Schiff! Meine Leute! Nein! Was war das? Scheiß rote Rüstung! Das seht ihr jetzt! Darf ich bei Ihnen mitkommen? Ich würde gern bei Ihnen erstmal unterkommen. Wir sollten hier auf jeden Fall schnell weg. Bringen Sie auf! Ohne ihn. Captain Fassmann, wir müssen hier weg! Die nächste wird eventuell. Was zum Teufel! Was sagten Sie, war das? Das war bestimmt die rote Rüstung. Das sieht ihr es. Haben Sie etwas dagegen, dass ich bei Ihnen erstmal anheuern kann? Sie wären ein normaler Sturmtruppler zum Anfang. Ja, etwas ähnliches, ja. Ich würde gerne bei meiner Rüstung bleiben, wenn das für Sie in Ordnung ist. Ja, auch nur zur Hälfte. Noch ja, ganz. Ich habe meine Kameraden. Er kann mein Tier nehmen, um mit ihnen zurückzureiten. Okay. Ich bringe den Ballon nach Hause. Ich denke, ich werde laufen. Oder haben Sie etwas für mich? Daumenkneifer. Ah, Kreatur. Ah, hat Schlange nicht mehr geritten. Alte Zeiten. Warte mal, wie war das nochmal? So,
Ah, nicht in die Richtung! Ah, so, jetzt habe ich den Dreh wieder raus, glaube ich. Das, so müsste es gehen. Das Tier ist eigentlich gehorsam. Ja, ich glaube, das liegt eher an meiner Unfähigkeit. Wir müssen einmal hier rum auf die andere Seite, also andere Brücke. Ah, das ist klar. Ich muss dich darauf hinweisen, dass wir jetzt erst in den Kryoschlaf gehen. Kryoschlaf? Ach, Sie meinen, sich hinlegen, um zu nächtigen. Naja, wir haben spezielle Kammern, die die Energiezufuhr viel besser erhöhen. Alles klar. Das müsste ich mir natürlich nochmal erklärt bekommen dann. Haben Sie den Angreifer gesehen? Schwieriger Weg, den Sie hier nehmen. Haben Sie den Angreifer überhaupt gesehen? Nein, aber einer meiner Leute, kurz bevor er gestorben ist, hat mir dies berichtet. Weil man hat die Schüsse gehört, aber nicht von wo sie kamen. Leider ja, ich habe leider davon auch nur nichts mitbekommen, außer dass dann das Schiff evakuiert werden musste. Ich habe noch versucht, etwas zu tun, aber... Ach, stimmt, Dragon, ich habe hier das Funkgerät. Leider, hoffnungslos. Ich hoffe nur, dass es den Leuten doch gut geht, aber wie es aussieht, gab es sonst keine Überlebenden. Bestimmt. Die meisten sind beim Absturz gestorben. Wie viele Verluste hatten sie? Leider zu viele. Ich hoffe, ich kann doch mal erstmal gucken, ob wir uns wieder aufbauen können oder... Aber ich will auf jeden Fall Rache! Wir haben Kenntnisse, um so ein Luftschiff wieder zu bauen? Ich nicht. Leider sind die Leute, die da das Schiff bauen könnten, mit untergegangen. Gerade. Wow. Willkommen in der Festung des Imperiums. Wie funktioniert dieses Tor? Mit Zahnrädern. Eine Hebelwirkung. Sehen Sie mal, hier. Hier ist der Hebel. Ah, interessant, interessant. Ein Mensch oder Kreatur dieses Planeten sind nicht stark genug, um diese massiven Metallwände zu bewegen. Hier ist die Druckplatte. Ja, das ist massiv. Wir müssen die Druckplatte drücken. Ah, so. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Und dann hier, wieder zu schließen. Alles klar. Die anderen Tore kann man einfach aufdrücken. Interessant, interessant. Gemütlich haben sie es hier. Sie können hier das Tier abstellen erstmal. Ruheschlaf muss sofort eingehalten werden. Okay. Ich werde sie bei den Sturmtrupplern unterbringen. Mein Schüler, Kryoschlaf. Hier sind die Privaträumlichkeiten. Ah, sehr schön. Immer was zum Lesen mit dabei haben, ist wichtig. Ah, haben Sie schon etwas dran wieder? Der Herstellungsraum, Captain Phasma, Kryoschlaf. Jawohl, sofort, mein Lord. Also, mir fehlt noch etwas. Ja. Hier, suchen Sie sich ein freies. Alles klar. Dann würde ich sagen, bis morgen dann. Gute Nacht. So. Das war wieder die Runde für heute. Oh, stimmt. Ja, gut. Mal merke fürs nächste Mal. Der kriegt da Sturmrüstung. Ganz klar.
Ja, habe ich gesehen. Aber das war ja, um die Leute von Deck zu jagen. Mit Rauchgranaten. Wir sind ja alle runtergesprungen. Fehlt noch. Die fehlt noch. Er hat doch gesagt, sein Team auf dem Luftschiff ist gestorben. Also nur er hat überlebt. Das wäre schwierig. Mein Schüler, Captain Fasma, ich habe überlebt und der Captain hat überlebt. Der Rest ist dann wohl gestorben, weil sie nicht die Anweisung befolgt haben. Es hieß ja von Bord gehe anscheinend. Ich bin ja da rumgerannt und habe gesagt, ich habe kein Fallschirm. Vielleicht sind die nochmal ins Cockpit gerannt und wollten mir Fallschirm holen. Haben wir ja dann nämlich gesehen. Vielleicht bin ich schuld, dass die alle gestorben sind. Lass das bloß nicht deine Captain wissen, dass ich eventuell schuld sein könnte. So, meine Sturmtruppler sind alle im Kryoschlaf. Ich hau mich jetzt da auch gleich aufs Ohr. Wir sehen uns zum nächsten Stream. Samstag, 20 Uhr. Ihr wisst ganz genau Bescheid. Haut rein, möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.